Genscher, geboren 1927 und aufgewachsen in Halle, ist zu einem Synonym für den Begriff Außenminister geworden. Wo er war, da wurde Geschichte geschrieben. Die politische Karriere des studierten Juristen beginnt 1969. Als stellvertretender Vorsitzender der FDP wird er Innenminister, 5 Jahre später Außenminister. 1982 dann der Bruch mit den Sozialdemokraten unter Helmut Schmidt. Als Chef der Liberalen geht eine neue Koalition mit der CDU ein. Diese Wende, so sagt Genscher heute, war seine politisch schwerste Zeit. Unangefochten ist sein Ruf als Weltmeister der Reisediplomatie. Rund 56 Mal im Jahr verließ der Minister für Auslandsaufenthalte sein Büro. Wohin er auch reiste, er war auf dem Laufenden, was in der Welt passiert. Selbst im Hotelzimmer ließ er sich jede Stunde die Agenturmeldungen vorlegen. Seine Gegner fürchteten seinen Fleiß, seine Intelligenz und ein immer präsentes Gedächtnis. Genscher galt als ein Mann der Mitte, als geschickter Anwalt für den Ausgleich zwischen Ost und West. Am 30. September 1989 erlebte er den bewegendsten Moment seiner Karriere. Um Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihre Ausreise... Erfüllung eines Lebenstraums. Mit der deutschen Einheit und der Rückkehr in seiner Heimatstadt Halle wurden weitere Visionen für Genscher wahr. Für viele ist er bis heute einer der beliebtesten Politiker. Herzlich willkommen heute in Baden-Baden, Hans-Dietrich Genscher. Ich habe jetzt fast Jahrzehnte zu Ihnen Herr Minister gesagt. Was sagt man denn jetzt? Genscher ist eigentlich das Angenehmste. Wir leben ja in einem freien Land, in einer demokratischen Gesellschaft. Jeder kann Minister werden, aber Genscher bin nur ich. Herzlich willkommen. In unserem kleinen Kommentar eben hat man gesprochen von Ihrem phänomenalen Gedächtnis. Man hat Sie als Tier oft mit einem Elefanten verglichen. Und wenn man so ein phänomenales Gedächtnis hat, dann gibt es auch Dinge, die man nicht vergisst. Und es gibt auch Menschen, die man nicht vergisst, weil sie einem vielleicht Böses angetan haben. Was ist auf Ihrer Haut, was Sie noch juckt? Also ich würde so sagen, zu den wunderbaren Eigenschaften, die uns der liebe Gott mit ins Leben gegeben hat, ist die Tatsache, dass man im Nachhinein Dinge eigentlich angenehmer ansieht als im Zeitpunkt des Erlebens. Das heißt, eine gewisse Gnade auch des Vergessens und des milderen Lichtsehens. Insofern juckt mich in dieser Hinsicht nichts. Ich habe Ihre Erinnerungen gelesen. Die sind, glaube ich, schon vor 10 Jahren auf den Markt gekommen. Ja. In der Zwischenzeit ist so viel Zeit vergangen. Ich nehme an, Sie arbeiten am zweiten Teil? Nicht am zweiten Teil, aber an zwei anderen Büchern. Und das eine davon soll sich befassen mit Wegscheiden. Dort, wo man diesen oder jenen Weg hätte gehen können, war die Entscheidung richtig, ja oder nein. Aber da soll auch sehr viel Menschliches mit beinhalten und schöne und eindrucksvolle Begegnungen mit anderen Menschen. Das gehört ja zu den Vorzügen einer solchen Tätigkeit, dass man vielen bedeutenden Menschen begegnet und trotzdem feststellt, dass die Politik und die Außenpolitik genauso eigentlich nach denselben Grundregeln verläuft wie unser tägliches Leben in der Nachbarschaft oder in der Familie, im Freundeskreis, am Arbeitsplatz. Und das macht auch die Politik menschlicher. Nun gibt es ja keinen Politiker, den Sie nicht kennengelernt haben. Ja, schon, aber... Ja, also nicht viele. Bismarck habe ich nicht mehr erlebt. Aber wenn Sie uns ein paar Namen nennen möchten, mit denen Sie sich beschäftigen in diesem neuen Buch, an dem Sie gerade arbeiten. Eigentlich mit den meisten, denen ich begegnet bin. Solchen, die in jedermanns Munde sind und anderen, die gar nicht so im Rampenlicht standen, die aber mit denen man irgendeine Begegnung hatte, die ich für mitteilenswert halte.
Also es gab ja immerhin drei Bundeskanzler, die unter Ihnen gearbeitet haben, jetzt wenn gehen ich das Sie so zu formulieren weit. Darf. Können Sie uns denn zumindest mal einen Unterschied sagen zwischen dem Bundeskanzler Schmidt, zwischen Herrn Kohl, zwischen den Bundeskanzlern, die Sie erlebt haben, in der Zusammenarbeit mit Ihnen? Es ist so, ich mache mich nicht gern zum Richter über andere Menschen. Schon gar nicht bei diesen drei wirklich bedeutenden Persönlichkeiten, denn ich sehe es als Vorzug an, dass ich mit drei wirklich bedeutenden Bundeskanzlern zusammenarbeiten kann. Willy Brandt hatte ich noch vergessen, ja. Willy Brandt, Helmut Schmidt und Helmut Kohl. Aber ich muss dazu sagen, dass diese drei so unterschiedlich waren, wie man sich überhaupt nur drei Persönlichkeiten vorstellen kann. Jeder mit seinen Stärken und jeder auch mit den Fragen, die man sich neu stellen musste. Können also, Sie das etwas weniger diplomatisch ausdrücken? Ja, nein, das ist, ich schütze die Privatsphäre jedes Einzelnen. Ich finde auch, wenn man mit drei bedeutenden Leuten zusammengearbeitet, dann gibt es auch gewisse Regeln des Anstands, die es verbieten, in Dinge hineinzugehen, die großen Erläuterungen bedeuten. Ich habe jedem die Arbeit geschätzt und ich habe mit jedem ein anständiges persönliches Verhältnis gehabt und das ist das für mich Entscheidende. Aber Sie sind gerade 80 Jahre alt geworden. Es gab ein großes Fest, die Menschen lieben Sie. Es war eine wunderbare Feier. Wir können übrigens jetzt auch noch mal gratulieren zum Geburtstag. Ja. Sie sind ja noch ein junger Mann, aber ich möchte Sie darauf vorbereiten, 80 Jahre zu werden, kann sehr anstrengend sein. Das ist schon. Aber Sie sehen blendend aus, wenn ich das mal so sagen darf. Sie sind topfit. Was tun Sie dafür? Eigentlich weniger, als ich müsste. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass ich mich nicht am Tage meines Ausscheidens aus der Politik in den Lehnsessel fallen ließ und überlegte, wie ich die Zeit bis zur nächsten Mahlzeit überbrücke, sondern dass ich immer noch aktiv bin, das hält fit. Also ich stelle mir gerade vor, ein Mensch, der so viel gereist ist wie Sie, wenn Sie drei Tage hintereinander zu Hause sind, dann fällt Ihnen doch die Decke auf den Kopf. Nein, das sehen Sie falsch. Ich bin sehr gerne zu Hause und ich arbeite ja auch viel zu Hause und ich hoffe, dass bald wieder es so schön warm ist, dass ich auf der Terrasse arbeiten kann. Also ich kann es zu Hause aushalten, mehr als das. Und wir machen uns wirklich jetzt, nehmen uns die, wir, meine ich, meine Frau und ich, die Zeit, die wir früher nicht hatten. Sie können doch heute eigentlich alles sagen. Sie können sich alles leisten. Das kann man ja als Politiker nicht immer, das dann will man ja wiedergewählt werden. Man kann sich nie alles leisten. Na, aber Sie können sich heute mehr leisten als früher. Mehr leisten, ja. Ja, gibt es denn Situationen in Ihrem Leben, wo Sie der Meinung sind, das hätte mal knapp daneben gehen können? Situationen, wo Sie sagen, da haben Sie vielleicht einen Fehler gemacht? Gibt es einen Menschen, bei dem Sie sich zum Beispiel entschuldigen möchten? In schwerwiegenden Fragen nicht. Obwohl ich da sehr kritisch mit mir umgehe, das ist mir ganz deutlich geworden, als ich dieses Buch geschrieben habe. Da kommen ja Fragen auf und ich spüre es auch jetzt wieder, wenn ich über Entscheidungen spreche, wo ich dort oder dort diesen Weg einschlage, da kommen auch solche Fragen auf, aber in schwerwiegenden Fragen nicht. Fangen wir mal an, als Sie ein kleiner Junge waren. Ja. Sie haben immer wieder auch in späteren Jahren gesagt, wie wichtig Ihnen Ihre Heimat war. Halle, die Umgebung, die Großeltern hatten Bauernhöfe. Eigentlich kann man fast sagen, sind mit auf dem Hof aufgewachsen. Waren damals ein kleiner Steppke, sind mit dem Fahrrad immer hin und her zu den Höfen gefahren. Können Sie uns aus der Zeit eine Beschreibung Ihrer Jugend geben? Ja, ich habe in den ersten sechs Jahren meines Lebens wohnten wir auf dem Bauernhof der Eltern meiner Mutter. Aber nur 5 Kilometer entfernt lag ein anderes Dorf, Klepzig, das, in dem ich aufgewachsen bin, hieß Reideburg. Reideburg gehört heute zu Halle. Das waren 5 Kilometer, bin ich auch zu den anderen Großeltern gefahren. Das war eine wirklich glückliche Kindheit auf diesem Bauernhof. Und diese Jahre möchte ich nicht missen. Und die haben mir auch damals so gut gefallen, dass ich später, als wir nach Halle gezogen sind, wir machten die Wohnung frei, die wir auf dem Bauernhof hatten, für die
eben verwitwete Schwester meiner Mutter, die mit ihren Kindern dorthin kam. Da bin ich aus Halle dann jeden Tag mit der Straßenbahn dort rausgefahren, oder nicht jeden Tag, aber 2, 3, 4 Mal in der Woche, um mit meinen alten Kumpels dort zu spielen. Also das hat mich schon stark geprägt. Als der Zweite Weltkrieg begonnen hat, waren Sie 11 Jahre alt und Ihre Mutter hat damals gesagt, dem Jungen kann ja nichts passieren, der Krieg ist sowieso gleich zu Ende. Ja, sie sagte, Gott sei Dank, meiner ist erst 12. Der muss diesmal nicht mit. Ich meine, meine Mutter war ja eine Generation, die den Ersten Weltkrieg ganz bewusst miterlebt hatte. Und wir müssen ja immer bedenken, dass zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg 20 Jahre lagen, etwas mehr als 20 Jahre. Das wäre also heute, von heute gerechnet 1987, das ist keine lange Zeit. Deshalb war diese Generation auch vor der Angst vor dem Krieg sehr geprägt. Und das war verständlich. Meine Mutter hatte ihren Mann verloren, mein Vater starb 1937. Und er hatte immer, das war so das Einzige, was ich eigentlich politisch von ihm mitgenommen habe, dass wenn sie zusammensaßen, dann er sagte, Hitler bedeutet Krieg, jetzt kam dieser Krieg. Da dachte ich, dein Vater muss aber viel verstanden haben von diesen Sachen, dass er so genau wusste. Und meine Mutter hat natürlich Sorge, muss jetzt mein einziges Kind, ich hatte keine Geschwister, muss der mit in den Krieg? Gott sei Dank nicht, dachte sie. War aber nicht so, denn schon 1943, ich war noch 15, wurden wir dann einberufen zur Flakartillerie und waren in der Nähe von Halle und dann auch in der Nähe von Leipzig stationiert. In Leipzig erlebten wir am 4. Dezember 1943 den ersten großen, schweren Angriff. Und da spürte man, was Krieg bedeutet. Bis dahin war meine Heimat weitgehend verschont gewesen. Dieses persönliche Erlebnis mit dem Krieg, diese Nähe, das auch erlebt zu haben, hat mit Ihnen sicher natürlich hinterlassen, dass Sie später als Außenminister, wo immer Sie hingefahren sind, immer versucht haben, alles zu vermeiden, was überhaupt nur in die Nähe von Krieg kommt. Ja, das hat uns eigentlich alle geprägt. Ich habe das erlebt, ich hatte ja das Glück, dass ich schon Anfang Juli 1945 wieder zu Hause war, nachdem ich mich selbst aus der Kriegsgefangenschaft entlassen hatte. Und, wie geht das? So geordnet waren die Verhältnisse damals nicht. Ich war noch in Deutschland und nutzte den Wechsel der Besatzungsmächte in Mitteldeutschland, um also die Heimreise aus der Altmark, wo ich Gefangenschaft gewesen war, anzutreten. Wir mussten noch mal in die Schule, mussten die sogenannte Ergänzungsreifeprüfung machen. Und dann kamen wir zur Universität. Und das waren alles sehr politisch denkende Menschen, eigentlich bestimmt nur von einer Idee. Das, was da war, darf nie wieder sein. Das hat uns schon geprägt. Und da waren ja welche dabei, die den Krieg von Anfang an erlebt hatten. Wir ja nur gegen Ende. Es gibt so eine nette Geschichte in Ihrem Buch, als Sie dann als Flakhelfer eingezogen wurden oder wie man das auch richtig ausdrückt, da haben Sie einen ziemlichen Hunger gehabt. Ja, das war anders. Wir erfuhren an einem Donnerstag, dass wir am Montag bei der Flak einrücken sollten. Und meine Tante Lydia am Bauernhof neben den Großeltern, die hatte Geburtstag am 14. Februar. 15. musste ich einrücken, gab es einen wunderbaren Pflaumenkuchen. Wahrscheinlich war der 14. Februar, habe ich 14 Stück Pflaumenkuchen gegessen. Es war wirklich zu viel. Und meine Mutter sagte mir, Junge, isst doch nicht so viel. Du weißt doch, was du morgen machen musst. Isst doch nicht so viel. Und dann sprach eine der Tanten aus, was eigentlich alle gedacht hatten. Sie sagte, nun lass ihn doch. Vielleicht, und ich wollte sagen, das ist vielleicht das letzte Mal oder so, nicht, dass er das kriegt. Vielleicht dauert es ja lange, hat sie dann gesagt, bis er mal wieder Pflaumenkuchen essen kann. Also ich weiß nicht, ob das mein Motiv war, aber ich stand also im Mittelpunkt der Betrachtung und das hat mich vielleicht auch ermutigt, da richtig zuzuschlagen.
Also, wenn Ihnen das damals so Spaß machte, 14. Februar, das hat glaube ich jetzt nicht Spaß gemacht. Das war, ich fühlte mich im Hohe, das Pflaumenkuchenessen hat mir Spaß gemacht. Ja, das meine ich. Aber nicht das, was kam, da war ich überhaupt nicht dafür, weil das ein Eingriff in meine Persönlichkeitssphäre war. Das ist mir klar, aber zurück zu dem Pflaumenkuchen. Ja. Ich glaube, der 14. Februar ist auch noch Valentinstag. Das nächste Mal am Valentinstag denke ich an Ihre 14 Stück Kuchen. Also, das vergesse ich so schnell nicht. Aber nicht nachmachen. Bitte. Aber haben Sie denn später in Ihrem Amt als Außenminister, wenn Sie zu großen Essen geladen worden sind, auch mal irgendeinem gesagt, na lass ihn doch, wenn da zum Beispiel der Wodka rumgereicht wurde. Ich kann mir vorstellen, da wird auch manchmal ganz schön gesoffen, oder? Ja, man musste mithalten. Nicht? Das nur, meine nur, ich. Nur keine Schwäche zeigen. Ja. Aber ich hatte immer, ich bin dankbar, dass ich hier auch Mineralwasser habe, ich habe ja gesehen, noch Weinflaschen auf dem Tisch. Also ich hatte immer im Tischgedeck auch ein Mineralwasserglas stehen. Denn man ist ja auch beim solchen Essen im Dienst. Nicht? Da werden ja auch dann Gespräche geführt. Und da tragen Sie doch, wenn Sie Außenminister eines Landes sind, eine große Verantwortung. Und da wird auch erwartet, zu Recht erwartet, dass derjenige, der nun die Interessen unseres Landes zu vertreten hat, da auch voll an Deck ist. Wenn Sie morgens im Hotel oder in den Gästehäusern der Regierung aufgewacht sind, haben Sie eigentlich immer gewusst, in welcher Stadt Sie sind? Das wusste ich immer. Also da war ich voll informiert und voll im Film. Wichtiger war, wie man aufgestanden ist. Ich bin wie auf dem Bauernhof nicht anders zu erwarten, ein Frühaufsteher. Und man musste eben auch topfrisch dann an den Verhandlungstisch gehen. Jetzt sehen Sie so topfit aus, sind 80 Jahre alt und es gab eine Zeit in Ihrem Leben, da waren Sie überhaupt nicht fit. Zwischen 1947 und 1957 haben Sie insgesamt 3,5 Jahre im Krankenhaus verbracht. Was war das? Ja, das war nicht an einem Stück. Ich hatte eine schwere Lungentuberkulose und beiderseits, damals war das noch eine ganz schwere Erkrankung und mit nicht sehr großen Aussichten, je wieder arbeiten zu können. Nicht? Das war schon ein Schlag, als mir das gesagt wurde. Aber ich hatte insofern Glück, als ich einen Arzt hatte, das war der Chefarzt des Elisabeth-Krankenhauses in Halle, Professor Hülse. Der setzte sich eines Tages an mein Bett und sagte, also meine Oberärzte sagen dir, du hast eine feuchte Rippenfellentzündung. Das stimmt auch, sagte er, aber in Wahrheit hast du Lungentuberkulose. Und diese Krankheit wird dich jetzt dein ganzes Leben begleiten. Das war aus der medizinischen Sicht von damals her völlig richtig. Und dann hat er gesagt, da darfst du nicht kapitulieren, lass dich nicht unterkriegen von der Krankheit. Wenn du damit anfängst, wenn du da Sachen hinwirfst, den Mut verlierst, dann wirst du eine Niederlage im Leben nach dem anderen erleiden, wirst das immer mit der Krankheit erklären, wirst die Ungerechtigkeit dieser Welt beklagen. Du musst den Kampf aufnehmen. Wir Ärzte können allenfalls 49% machen, den Rest musst du erledigen, musst der Erste sein, mach dein Examen so schnell wie möglich. Habe ich dann gemacht, nach 6 Semestern habe ich das juristische Staatsexamen, das erste, gemacht. Also der hat mir sehr viel geholfen, übrigens weit über die Erkrankung hinaus. Ich habe an diesen Mann, der ein bedeutender Mann war, immer denken müssen, auch später, wenn ich Schwierigkeiten im Leben hatte. Man muss das packen, man muss es wollen, man darf den Mut nicht verlieren. Der hat Sie also sozusagen psychologisch erstklassig beraten? Ja. Und ist dann für Sie später auch eine Art Berater gewesen, wenn Sie in Situationen waren, wo Sie nicht genau wussten, was Sie tun sollten, haben Sie gesagt, zumindest werde ich jetzt mal durchboxen. Das blieb übrig und ich habe ihn auch später in Westdeutschland wieder getroffen und mehrere Jahre später, ich war schon Innenminister, hatte ich bei einem Geburtstag zu reden und plötzlich entdeckte ich in der zweiten Reihe der Gäste seine Witwe. Und dann ertappte ich mich dabei, dass ich fast länger über ihn geredet hätte, was ich ihm verdanke, als über den, der eigentlich an diesem Tage 60 Jahre alt geworden war, den ich feiern sollte. Aber ich
musste einfach mal aussprechen, dass ich heute hier vor Ihnen stehe, verdanke ich einem Mann, der mir nicht nur medizinisch geholfen hat, sondern menschlich vor allen Dingen, mich richtig aufgebaut hat. Und das braucht man ja. Und das hat sich eben übertragen auf mein ganzes Leben. Außerdem bin ich wahrscheinlich durch diese Krankheit sehr viel ernsthafter geworden. Wann war die Krankheit besiegt? Ja, durch eine Operation, die ich habe lange Zeit zweimal längere Zeit in Schönberg gelegen. Das war damals ein oberhalb Pforzheim. Das war ein Ort, wo viele Tuberkulosekranke Heilung suchten. Und ich bin dann nach Stuttgart zur Schillerhöhe gekommen, wo mich Dr. Hutze, ein bedeutender Lungenchirurg, operiert hat. Und der hat dann am Ende, inzwischen konnte man so etwas auch operieren, der hat mich dann am Ende davon befreit. Das sage ich alles heute im Blick an jeden Einzelnen, die daran beteiligt waren, mit großer Dankbarkeit. Herr Genscher, ein ganz anderes Thema. Sie sind als Außenminister überall in der Welt rumgekommen und es geht da um ganz, ganz wichtige Gespräche. Es werden bei vielen Besuchen anschließend Verträge unterschrieben. Und das kann man ja nicht machen in der Landessprache. Das heißt, Sie haben immer einen Dolmetscher mit. Ja. Wenn Sie in Japan verhandelt haben, einen japanischen Dolmetscher oder einen russischen Dolmetscher oder einen französischen, haben Sie den Dolmetschern eigentlich immer getraut? Ja. Also zunächst einmal kommen Sie ja mit Ihrem eigenen Dolmetscher. Und wir haben im Auswärtigen Amt einen vorzüglichen Sprachendienst, also wirklich hervorragende Dolmetscher. Das sind ja Leute, die demjenigen, den Sie übersetzen, auch dadurch helfen, dass Sie sich selbst sehr zurücknehmen, dass Sie fast das Gefühl haben, Sie sind allein mit dem Sie sprechen im Raum. In Wahrheit, man sagt ja oft in der diplomatischen Sprache, es fand ein Vier-Augen-Gespräch statt. Das waren in Wahrheit nicht vier, sondern 12 Augen, weil nämlich die beiden Dolmetscher mit dabei waren und dann noch der Notaker, das ist der das aufschreibt, was da gesprochen wird. Also, und der andere Gesprächspartner hat auch seinen Dolmetscher dabei. Das heißt, mein eigener Dolmetscher, der mich übersetzt, der kontrolliert ja auch den anderen Dolmetscher, ob der korrekt das übersetzt, was gesagt worden ist. Insofern entsteht da auch mit der Zeit ein großes Vertrauensverhältnis. Und vor allen Dingen, wenn Sie wie ich lange im Amt sind, dann kennen Sie über Jahre die Dolmetscher. Die verstehen dann auch sehr genau, was man meint. Denn der Dolmetscher soll ja nicht nur sozusagen eins zu eins übertragen, sondern auch den Sinn dessen, was gemeint ist, richtig übertragen können. Das ist eine ganz verantwortungsvolle Aufgabe. Aber meinen Sie nicht manchmal, dass Sie was gesagt haben, wo der sich nicht getraut hat, das zu übersetzen? Ja, doch, doch, doch. Aber ich habe mal erlebt, dass das ein sowjetischer Dolmetscher Sorge hatte, was ich gesagt hatte, weil sein strenger Herr Gromyko, das war derjenige Außenminister, den ich zuerst begegnete in Moskau, das wahrscheinlich nicht gerne hören möchte. Natürlich gibt es auch Situationen, was machen Sie, wenn plötzlich Ihr Dolmetscher ausfällt? Was machen Sie dann? Ja, was machen Sie dann? Ja, also ich war wenige Monate Außenminister, machte ich einen Besuch in Finnland. Und nach den Gesprächen mit dem finnischen Außenminister machte ich eine Pressekonferenz. Und unser Dolmetscher war, ich glaube, die Maschine, es war irgendwas passiert, jedenfalls, er war nicht da. Und daraufhin hatte man einen Dolmetscher, der normalerweise aus Deutsch ins Finnische und umgekehrt für Geschäftsleute übersetzt, herangeholt. Der kannte das Vokabular für den Verkauf von Holz von Finnland nach Deutschland, aber nicht die komplizierten Begriffe, die dann in der Außenpolitik vorhanden sind. Und ich redete und gab meine Weisheiten zum Besten. Und ich merkte, wie die Journalisten richtig unruhig waren. Und dann fingen sie an, aufzuschreiben. Und so, obwohl ich nicht den Eindruck hatte, ich hatte Bedeutendes gesagt, aber die schrieben auf, als ob ich das Neue Testament noch mal neu interpretiert hätte. Und plötzlich sprang ein deutscher Journalist auf, kam zu mir und sagte, wenn Sie mit diesem Dolmetscher noch 5 Minuten weitermachen, bricht der Dritte Weltkrieg aus. Da haben wir das dann beendet.